Hier ist ein goldenes Vögelchen. Vögelchen, dann zeig uns mal, was du uns zeigen möchtest. Immer den Vogel hinterher. Das Flüchtlingslager. Sensei Ishikawa wollte kann aber auch sein, dass uns die Nebenquest zeigen möchte. Nee, der möchte uns das Lager zeigen, okay. Ja. Er ist nicht hier. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Habt ihr gehört, mein Herr? Mongolen. Auf der Suche nach etwas Mächtigem, das unser Volk seit Jahren versteckt hält. Wenn die Mongolen es wollen, glauben sie, es hilft ihnen beim Kampf. Der Geschichte nach macht die Rüstung selbst einen einfachen Bauern zum Krieger. Was sie wohl bei einem Samurai bewirkt. Ich bin kein Erzähler, mein Herr. Der Musikant Yamato erzählt sie gut. Zuletzt hörte ich, er sei bei Akashima. Okay, Akashima. Ja, es ist Gusakus Rüstung. Hey. Okay, das ist gar nicht so weit weg. Wir werden erst mal schauen, ob ihn... ob jemand Ishikawa gesehen hat im Dorf. Zumindest in dem Lager. Wen können wir da... Ihn können wir sprechen. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Eroberungsträume. Okay. Nobu? Hier gab es einen Fallensteller. Hier gab es einen Händler. Einen Bogenmacher oder Rüstungsschmied. Gab es hier nicht. Nee. Okay, weiter geht's. Suche östlich das Lager nach Ishikawa. Sensei Ishikawa hat Ärger. Ich will gerade abstehen. Ich kann halt. Los, hast du Scheiße gebaut, ha? Haltet den Kopf unten. Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. Gar nicht schlecht, Sakai.
Das ist ja gar nicht schlecht, das war gut. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Ich glaube, da verheimlicht uns noch was. Bin mir da nicht sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, er war nicht ganz ehrlich. Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Also hier ganz vorsichtig, ja. Also wir halten hier unseren Kopf hin. Was ist das dort vorne? Sie jagen zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Alter. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Wieder einmal Tomoes Werk. Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht den Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Das ist schon... Sorry, aber das ist ja schon mehr als krank. Einen lebenden Menschen üben, also. Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in mir sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Ein Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Die Jungs sind gut, die steigen ständig Synchro ab. Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein, dann suchen wir sie. Sobald ihr angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel.
Viel wichtiger wäre es eigentlich, den dicken Jönten erstmal auszuschalten. Weil der wird uns die meisten Probleme machen. Okay. Keiner da. Alter, seid ihr doof? Ich muss jetzt einen Kettenangriff machen können. Geil, eigenen Mann gekillt. Ich habe mich im Burkaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher? Sehen wir uns um. Da kenne ich nichts. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie bauen noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Weitere Ausbildungslager ist gar nicht so geil. Die Kiste können wir nicht, hier sind noch Vorräte. Hier ist noch was. Eine Nachricht, auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan, Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Das war nicht ohne Grund. Ja, mal schauen, wenn wir jetzt Talisman der Präzision, Talisman des Fernkampfes, okay, mittlere Erhöhung des Pfeilschadens, was haben wir da gerade, mittlere Erhöhung des Nahkampfschadens, den haben wir sogar zweimal, okay, ja, wir werden den mal reinnehmen. Den können wir nämlich verbessern. Der ist nämlich noch sehr, sehr schwach, der Bogen. So,
Aufzeichen aktualisiert, zwei Geschichten aktualisiert. Der Geist und der Dämonen-Sensei. Ja. Wir wollten aber... Mal schauen, wie weit ist das weg? 1 Kilometer. Der unbesiegbare Gusaku. Die holen wir uns. Die Gusaku-Rüstung. Ich will wissen, wie die aussieht. Ist auch nicht arg so weit weg und wir könnten eine Schnellreise machen. Das machen wir auch. Dann machen wir jetzt eine Schnellreise hin und wir gucken mal, dass wir uns die Rüstung holen. Ja, wir schauen mal kurz. Technik. Ausweichen. Sprintschlag. Der ist eigentlich interessant und wir sprinten ja sowieso ziemlich viel. Den nehmen wir mal mit. Schulterstoß. Ja. Reitersprung. Was haben wir hier noch? Standhafte Schwertparade. Oh. Pariert einen unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Yep. Erhalte durch Parieren oder perfekte Parade mittlere Entschlossenheit. Wie viel haben wir noch? Einen Punkt. Und hier? Oh, standhafte Sperrparade. Ja, dann nehmen wir erstmal die mit. Gut. Wir müssen... Moment, ich wollte doch mal... Da ist der Fallenmacher. Dass wir unseren Pfeil mal aufwerben. Wenn wir schon einmal hier sind. Soll ich euren Bogen verbessern, ja, bitte. Herr? Ich stelle sicher, dass euer Bogen im bestmöglichen Zustand ist. Ich weiß zu schätzen, was immer ihr tun könnt. Es ist mir eine Ehre. Bringt mir nur die nötigen Rohmaterialien und überlasst mir den Rest. Der Kurzbogen. Mhm. Tod aus der Entfernung. Kann sogar zweimal. Ja, das ist aber schon eine sehr schöne Erhöhung. Euch fehlen die benötigten Materialien. Tut mir leid. Nee, mir nicht. Leb wohl. Das war zweimal verbessert. Das ist doch schon mal super. Es ist mir eine Ehre, an eurem Bogen zu arbeiten. Schwert, jetzt müsste ich nur gerne wissen, ob wir die Rüstung noch verbessern können. Können wir immer noch verbessern. Jetzt müssen wir mal schauen, dass es hier einen Rüstungsschmied gibt. Das ist ein normaler Schmied. Schwertschmied. Vielleicht auf der anderen Seite. Ja, große Dörfer, ne? Das könnte es sein. Wie sitzt ja, sehr schön. Rüstung, mein Herr? Was möchtet ihr verbessern? Samurai-Clan-Rüstung natürlich. Damit seid ihr sicher. Ihr benötigt Vorräte mehr für diese Leder. Verbesserungen. Das Erledigen... Was? Das Erleiden von Schaden gewährt 15% Entschlossenheit. Super. Nochmal Entschlossenheit obendrauf. Gut, Tracht des Reisenden und Ronin-Kleidung. Die tragen wir sowieso nicht. Und wir sehen noch geiler aus. Mit Stolz. Ach, mein Freund. Fürst Sakai. Norio. Bevor wir aber zu Norio gehen, wollten wir doch mal schauen, dass wir die andere Rüstung uns annehmen. Hey, Vögelchen. Du möchtest mir wieder was zeigen? Ich bin dir dicht auf den Fersen. Der zeigt uns jetzt bestimmt den Musikanten, wo wir jetzt eh hin wollten. Ja, na klar. Fürst Sakai, bitte, kommt her. Die Geschichte von Gosaku wartet schon. Gosaku, erzählt mir von ihm. Sehr gern, mein Herr. Vor 2,5 Jahrhunderten versetzten die Rothandbanditen aus Akashima ganz Tsushima in Angst und Schrecken. Etwa zu dieser Zeit hörte ein Bauer namens Gosaku den Geist eines toten Samurai zu sich sprechen. Er fand den Leichnam, der noch immer seine glänzende Rüstung trug. Überwältigt von der Schönheit der Rüstung, stahl Gosaku sie.
Bald darauf erreichte die Rothand Gusakus Haus. Er wusste, dass die Bauern alles an die Banditen verlieren würden. Und so legte Gusaku die Samurai-Rüstung an. Die Banditen griffen an. Gusakus Schwertarm zitterte vor Angst. Er wappnete sich für den Tod. Doch Hieb um Hieb prallte von der Rüstung ab und Gusaku strauchelte nicht. Die verblüfften Banditen wichen zurück, über ihre eigenen Füße stolpernd. Eine geheimnisvolle Ruhe überkam Gusakus Körper und Geist. Beeindruckt von Gusakus Tapferkeit, lenkte der Geist des toten Samurai seine Klinge. Binnen kurzem streckte Gusaku den letzten Banditen nieder und die Rothand wurde nie wieder gesehen. Jahre später, als Gusaku starb, schlossen die Bauernfamilien die Rüstung sicher ein. Jede Familie besitzt einen der Schlüssel. Nun suchen erneut Schrecken unsere Insel heim. Die Bauern Tsushimas wollen Gusaku auf einem Berggipfel gesehen haben. Ausschau nach einem mächtigen Krieger haltend, der uns heute schützen kann. Die Rüstung ist noch sicher verwahrt. Und jetzt suchen die Mongolen danach und plündern Gehöfte auf der ganzen Insel, um die Schlüssel zu finden. Welche Höfe haben die Schlüssel? Aoi, Iijima, Kuta, Koshimitsu, Ohama und Yagata. Wenn ihr die Schlüssel findet, die Rüstung soll auf einem Berggipfel in Akashima versteckt sein. Die Mongolen werden sie nie bekommen. Dessen bin ich mir sicher, mein Herr. Ihr wisst jetzt, was das heißt, ja? Wir brauchen Schlüssel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind 6 Mongolenlager, die wir auseinandernehmen müssen. Da wir einmal hier oben sind, würde ich sagen, wir nehmen das Mongolenlager, besorgen uns den ersten Schlüssel. Aber, oh, kleinen Moment. Da oben ist aber noch ein Sumpffeldschrein. Wir werden den erstmal machen. Wir holen von den Schreien uns diesen Talisman. Ja, kleinen Moment. Wir gehen gleich das Lager räumen, aber vorher versuchen wir an den Schrein zu kommen hier oben. Klar, dass wir so einen übelsten Umweg laufen müssen. Ach, hier geht's weiter. Oder? Irre ich mich jetzt. Rüber. Ja, die Schreine sind nämlich nicht einfach mal so zu erreichen. Die sind immer nur über Umweg. Selbst wenn die greifbar nah sind, sind sie nicht gleich so zu erreichen, dass man einfach hin kann und gut. Schauen, muss man hier lang. Weil da kommen wir so jetzt nicht dran. Das sollte hier bestimmt nicht hochgehen, oder doch? Das ist halt das, was ich meine. Sie sind halt einfach nicht mal
Einfach so, dass man da jetzt reinstolzieren kann, ist leider nicht. Aber wir haben sie, denke ich gleich. Aber die Schreine sind halt so wichtig für die Talismane. Na seht ihr, da haben wir es doch schon. Talisman von Izanami. Talisman des Kamis von Leben und Tod. Eiserner Wille belebt dich jetzt mit 50% deiner maximalen Gesundheit. Oh, das ist sogar ein großer Talisman. Fügt bei 50% weniger Gesundheit zusätzlichen Schaden zu. Gegner zu töten stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Eiserner Wille belebt dich jetzt mit 50% deiner maximalen Gesundheit wieder. Ja, das ist doch mal richtig geil. Ja, gut, dass wir den mitgenommen haben. Und Lingusterholz haben wir auch. Okay. Hat man das? Dann werden wir noch fix das Gehöft. Dann nehmen wir uns mal den ersten Schlüssel holen. Da wir ja eh einmal hier in der Nähe sind. Blumen mitnehmen. In den Sumpfgebieten gibt es so mega viele Blumen. Willst du was von uns? Nee. Weg sind, nehmen wir die gleich mit. Strohbande. Mongolen reichen noch nicht. Ja! Vor allem, die haben mit den Mongolen noch nicht genug zu tun. Nee, dann kommt eben noch die restliche Strohbande, die sich ja... Hey, ich wollte doch ausweichen. Komm, mein Freund. Sei einfach, um es nicht klein zu kriegen. Gut. Okay. Hier bin ich. So muss es aussehen. Ready, Tübe!
klar, ich wollte es mir vor die Füße schmeißen, du. Bald seid ihr frei. Mein Segen euch für die Rettung von Fürst Shimura. Habt Dank, mein Herr. Ihr solltet die Sümpfe nahe der Numata-Siedlung meiden. Dort verstecken sich Mongolen. Ein strategischer Ort. Perfekt für Überfälle. Und Angriffe auf jeden, der von Burg Haneda kommt. Ihr geht doch nicht dorthin, oder? Mir bleibt keine andere Wahl. Bleibt's nicht. Nee, Jin. Bleibt's uns nicht. Ist es noch sehr weit? Ist noch ein ganz schönes Stück. Das Problem ist, ich will die Rüstung haben. Wir sind ein gutes Team. Oh mein Gott, sind die denn hier überall? Mongolische Adler, die Mongolen haben Augen am Himmel. Wenn ihre Adler dich erspähen werden, wird er Gegner in der Nähe alarmieren. Ja, ganz toll. Ja, ich ziehe jetzt durch. Ich komme hier gar nicht mehr zum Lager. Wir werden hier gar nicht mehr fertig. Dann sind wir ja den ganzen Tag nur beschäftigt, die ganzen Mongolen-Lager-Hubs zu nehmen. Oder die ganzen Umherstreifen. Moment mal. Ich wusste, ihr würdet mich finden, Sakai. Du kannst gehen, Junge. Duell. Oh. Ob ich Urlaub hab? Nee, Kalle. Ich hab leider keinen Urlaub. Strohhüte sind feige Verräter. Ihr verdient alle den Tod. Und Samurai sind verwöhnte Heuchler, die echte Krieger wie mich ihres Ruhms berauben. Ich beweise es. Na dann los. In einer Burg gelebt. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Das würde ich auch gerne wissen.
Jawohl. Leb wohl, Ronin.